Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Land. Da gab es ein kleines Dorf mit dem Namen Kamiki. Legenden erzählen von einem schrecklichen Ungeheuer, welches die Menschen in dem Dorf bedrohte. Außerdem wird von einer Wölfin berichtet, die alles gab, um die wehrlosen Menschen des Dorfes zu beschützen. Mit der Macht über die Substanz der Existenz selbst stellte sich die Wölfin einer Bestie, die um ein Vielfaches größer war als sie selber und errang so einen Sieg über die Finsternis. Die tapfere Tat der Wölfin brachte eine Zeit des Friedens. Die Herzen der Dorfbewohner waren mit Respekt und Verehrung für diese überirdische Wölfin erfüllt, die alles gegeben hatte. Sehr geehrte Zuschauer, hier ist euer Looks Like Link. Mit einem neuen, phänomenalen Let's Play-Projekt. Okami. Oder um genau zu sein, handelt es sich um Okami? Bup. HD! Hallöchen Leute, herzlich willkommen. Ach, ist das schön. Ich werde eine Speicherdatei erstellen. Ja, natürlich. Ist da klar, kein Problem. Freunde, es beginnt das Let's Play zu Okami HD. Etwas, was ich schon so lange machen wollte. Und nun endlich, da es eine Version für die Nintendo Switch gibt, möchte ich das sehr gerne wiederholen. Ja, wiederholen klingt an sich richtig, denn viele erinnern sich bestimmt, ich hatte damals Okami vollkommen blind für die Nintendo Wii Let's Played. Und es hat sich sofort in mein Herz geschlossen, dieses Spiel. Es ist unfassbar schön, es ist super toll. Ich fand es sogar so toll, dass ich gleich noch Okamiden, den Nachfolger von Okami, für die Nintendo DS Let's Played hatte, ebenfalls blind. Und seitdem, also Okami, wunderschönes Franchise und in HD sieht es nochmal so unfassbar hübsch aus, ja. Und deswegen Leute, also genießt dieses Abenteuer, das kann man einfach nur genießen, ein wunderschönes Action-Adventure-Game, der Hammer. So, ich werde am Anfang nochmal ein bisschen bei den Optionen was einstellen. Ich habe schon ein bisschen getestet, damit wir gleich mit der idealen Grafikeinstellung loslegen können. Und keine Ahnung, warum es hier so dunkel ist. Die Kameraeinstellung muss ich wirklich alles umgekehrt. Ja, damit komme ich am besten klar mit der Kamera. Und die Filter möchte ich tatsächlich auf schwach stellen. Der Filter, damit ist gemeint, dass permanent die ganze Zeit über das gesamte Spiel so eine Art Papierfilter rübergelegt wird. Was natürlich dem Stil des Spiels zuschulde kommt, ja. Also, das Spiel soll ja aussehen wie gemalt. Und es sieht auch aus wie gemalt, das ist einfach der Hammer, ja. Aber ich finde so ein bisschen bei normal und so, oder sogar bei stark, finde ich sogar schon ein bisschen irritierend. Und gerade weil wir halt diese HD-Version spielen, möchte ich schön, dass die ganzen kräftigen Farben und die schönen Konturen, die sollen alle schön zur Geltung kommen. Und deswegen finde ich es persönlich schöner, wenn man den Filter auf schwach einstellt. Ganz ausstellen kann man ihn nicht, aber zumindest auf schwach. Also, warum nicht? Eine Änderung der Einstellungen wird ausgeführt, alles klar. So, und dann würde ich sagen, können wir aber auch gleich mit der Story losfahren. Und das Spiel ist nämlich... Losfahren vor allen Dingen. Fortfahren, nein. Denn das Spiel ist natürlich sehr, sehr storylastig. Aber es ist wunderschön, Leute. Es ist wunderschön. Also, let's go! Und auch wenn es jetzt so wirkt, nein, wir erfahren jetzt am Anfang eine andere Story. Vor langer, langer Zeit, in einer kleinen Ortschaft, die als Kamiki bekannt war,
Der Ort war von wunderschönen Kirschbäumen umgeben. Jeder dieser Kirschbäume wurde als Gott verehrt. Trotzdem hatte das Dorf aber auch seine dunklen Geheimnisse. Um den Appetit von Orochi, einem gefürchteten Lindwurm, zu befriedigen, wurde ihm jedes Jahr eine Jungfrau geopfert. Mit einem Körper wie ein Berg und 8 Köpfen auf Hälsen mit der Größe von 3 Baumstämmen. Seine blutroten Augen sollen die Macht gehabt haben, jeden zu verfluchen, der sie erblickt. Niemand wagte der schrecklichen Bestie nicht zu gehorchen. Ja, das Vieh wirkt auch sehr übel. Also, da hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Ja, 8 Köpfe? Was willst du eigentlich machen? Einfach unfassbar. Als die Nacht der Opferung näher kam, erschien ein mysteriöser Wolf außerhalb des Dorfes. Dieser Wolf hatte ein Fell so weiß wie Schnee und wurde Shiranui genannt. Die Wölfin hielt ein wachsames Auge auf jeden, der die Stadt verließ und patrouillierte regelmäßig nachts auf den Straßen. Die Leute glaubten, sie wäre eine Vertraute von Orochi. Immer diese misstrauischen Menschen. Dabei wollen sie doch bloß das Beste, ja, und sie halt beschützen. Ein Dörfler nahm seinen Mut zusammen und stellte sich der furchteinflößenden Shiranui. Der Krieger Nagi versuchte viele Male, die Wölfin zu stellen. Aber seine Versuche schlugen aufgrund Shiranuis Klugheit fehl. Ja, Shiranui ist nämlich nicht irgendein Wolf, ja. Also das ist so toll, ey. Lange bevor die Nacht des verfluchten Festes bevorstand, kündigte ein weiß gefiederter Pfeil das zu bringende Opfer an. Den Himmel überquerend versenkte der Pfeil seine Spitze im Dach des Hauses von Nami, dem schönsten Mädchen des Dorfes. Nagi, der Nami heimlich liebte, war erzürnt über das Zeichen. Entschlossen, Orochis Treiben ein Ende zu setzen, ging Nagi anstelle seiner geliebten Nami in die Höhle der Bestie. Die Mondhöhle, ein Ort so finster wie das Böse selbst, diente Orochi als Zuhause. Als Nagi mutig vor dem Eingang stand, erschien die Bestie mit blutrot glühenden Augen auf 8 sich schlängelnden Hälsen. Orochi stand in seiner ganzen Größe vor ihm, begierig auf ein weiteres Opfer. Nagi schwang mit unglaublicher Eleganz tapfer sein Schwert. Er schwang sein Schwert immer und immer wieder in der finsteren, mondlosen Nacht. Aber Orochis Haut war wie aus Stahl. Die Klinge verursachte kaum einen Kratzer. Allein die Vorstory ist schon irgendwie so episch. Nach einem langen, harten Kampf war Nagi schließlich am Ende seiner Kräfte und fiel auf seine Knie wie ein Sack voll Reis. Ja, das ist wichtig zu erwähnen. Er wusste, dass er dem Tod ins Auge blickte. In diesem Augenblick erschien die Wölfin. Als ob sie Nagi beschützen wollte, stand sie Orochi gegenüber. In der Finsternis der Höhle leuchtete der Pelz der Wölfin. Es war Shiranui, die Wölfin, die in der Nähe des Dorfes lebte. Zähnefletschend ging sie auf Orochi los. Orochi drehte seine schrecklichen Köpfe und entblößte seine Fänge. Die beiden Bestien kämpften wild entschlossen in der Finsternis. Erschreckend und mysteriös ging das Spektakel weiter. Shiranui beschwor heilige Winde, um Orochis Flammen zu kontern. Als Orochi auf Shiranui zuschritt, die scharfen Klauen bereit, wuchs plötzlich ein Baum empor und schützte die Wölfin. Shiranui kämpfte tapfer, um die Oberhand zu gewinnen. Doch Orochi, geschützt durch eine mystische Macht, war nicht so einfach zu bezwingen. Shiranui, von Wunden bedeckt, ihr majestätischer Pelz färbte sich rot vor Blut, stand erschöpft vor dem mächtigen Orochi.
Orochi sah seine Chance, einen... Angriff zu starten, der die Entscheidung bringen würde. Aber Shiranui weigerte sich, so einfach aufzugeben. Mit ihrem letzten Rest an Stärke blickte die Wölfin in den Himmel und entfesselte ein mächtiges Geheul. Plötzlich verschwanden die dunklen Wolken vom Himmel. Das Licht von oben spiegelte sich auf Nagis Schwert wie ein Hoffnungsschimmer. Von seinem Schwert geleitet. Ey, alles Vorstory, ja? Und schon so richtig episch und alles schon so ein bisschen, ja, was alles uns erwarten wird, stand Nagi, der sich in den Schatten versteckt hatte, voller Stolz im Angesicht seines Widersachers. Seine gesamte Kraft in seinen erschöpften und vor Angst zitternden Armen lenkend, sprang er mit gezückter Waffe vor, grimmig, auf Orochi zu. Das goldene Schwert tanzte in seinen Händen, als wäre es ein eigenes Wesen. Ein schrecklicher Kopf nach dem anderen wurde seinem Besitzer abgeschlagen. Orochis geschlagener Körper brach. Ungünstige Pausen. In einem See seines eigenen Blutes zusammen. In diesem Moment war der Fluch, der die Dorfbewohner so lange plagte, aufgehoben. Und als der Kampf vorbei war, schien die Sonne wieder am Himmel. Jedoch war Shiranui von Orochis vergiftet worden und röchelte. Nagi nahm das Tier in seine Arme und kehrte heim nach Kamiki. Als sie das Dorf erreichten, bewegte sich Shiranui nicht mehr. Der Dorfälteste streichelte sanft den Kopf der Wölfin. Als Antwort gab Shiranui nur noch ein heiseres und erbarmungswürdiges Jaulen von sich. Dann schloss das Tier seine Augen, als ob es schlafen würde. Der Friede war endlich wieder in das Dorf Kamiki eingekehrt. In Erinnerung an Shiranuis heroische Tat errichteten die Dorfbewohner einen Schrein mit einer Statue der Wölfin darin. Nagis Schwert wurde Tsukuyomi getauft und in die Mondhöhle gegeben. Die Dorfbewohner sahen einer friedlichen Zukunft entgegen. Wie auch immer, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Da ist mehr an der Geschichte, als die meisten Leute wissen. 100 Jahre sind vergangen seit Nagis und Shiranuis Heldentat. Es passierte alles so schnell, dass niemand im Dorf auch nur irgendetwas davon bemerkte. Ist das jenes legendäre Schwert? Ist das Tsukuyomi, jenes Schwert, das den gefürchteten Orochi besiegte? Nein, das kann nicht sein. Es ist nur eine Legende. Nichts als ein Ammenmärchen. Ups. Oh, na klasse. Oh, er der Macht sucht. Er, der meine Fesseln löste. Spricht die Worte, ich wünsche Finsternis über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und entfessele meine Macht. Der eine hat sich gerade vor den Kopf gestoßen. Wow.
Das sieht nach Ärger aus. Oh Mann, wer zur Hölle war das? Eine schreckliche Tragödie kam plötzlich über das Land. Aber ein Dorf schien dem schrecklichen Fluch zu entgehen. Die kleine Siedlung von Kamiki genoss den Schutz eines heiligen Baumes. Hier beginnt die richtige Geschichte. Baumgeist Sakuya. Wie ärgerlich. Das ist genau wie die alte Prophezeiung vom Untergang. Was hat nur all dieses Unheil verursacht? Wir müssen schnell handeln. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Meine Kraft hat über die Jahre, in denen ich dieses Gebiet beschützte, nachgelassen. Mir verbleibt nicht mehr viel Zeit in dieser Welt. Amaterasu, jetzt ist es an der Zeit. Wir haben deine Kraft niemals dringender gebraucht. Lasse dein göttliches Licht auf diese besudelte und unreine Welt erstrahlen. Lass deine himmlischen Strahlen unser aller Hoffnung werden, während du uns leitest. Okami Amaterasu. Das sind wir! Ah, dieses göttliche weiße Licht, solch Schönheit und Reinheit. Das einzige Wesen, das zu einem solchen wundersamen Spektakel fähig ist, ist niemand anderes als unser aller Mutter und der Ursprung von allem Guten, unsere Amaterasu. Wie wunderbar zu sehen, dass der Retter, dessen mutiges Opfer den bösen Dämon vor so langer Zeit verbannte, sich nicht verändert hat. Dein Erscheinen, nachdem du so viele Jahre als Statue verbracht hast, erfreut mein Herz. Tja, und so richtig gotttypisch, ne? Ja, ist mir doch egal. Die ist einfach allmächtig. Der Amaterasu. Erblicke den Himmel über dir und nimm den Zustand des Himmels wahr. Seitdem du aus unserer Mitte verschwunden warst, und da lag die Welt bösartigen und verschlagenen Bestien. Sie verwüsteten unser schönes und ehrwürdiges Land Nippon. Aber noch nie zuvor waren die Umstände so schlecht wie genau in diesem Augenblick. Bitte setze deine Macht ein, um die Finsternis zu bannen und diejenigen zu bestrafen, die uns Böses wollen. Hm? Was ist das? Hat sich da etwas in meinem Kimono verirrt? Ha, ha. Oh, ha. Was zur Hölle? Puh, was zum Himmel? Du schon wieder? Aua, 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 bist du bekloppt? Mensch, für so ein kleines Wesen machst du aber einen großen Aufstand. Ich habe doch nur versucht, die Konversation ein bisschen interessanter zu machen. Das ist alles. Hast du wieder in meiner Kleidung geschlafen, Laus? Laus? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Ich bin ein wandernder Künstler. Mein Name ist Issun. Wandernder Künstler Issun. In Klammern perverser Typi. Also ich werde dir zeigen, wie großartig ich bin. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis du dich beschämt vor mir verbeugst, Mann.
Ui. Da hat er aber gut aufgepasst und schöne Details eingebaut. Nun, was denkst du? Sogar noch besser als das Original, nicht wahr? Was ist mit dir, Fellknäuel? Du siehst irgendwie niedergeschlagen aus. Eigentlich siehst du irgendwie vertraut aus. Jetzt hab ich's. Du siehst aus wie die Statue von Shiranui. Ohrgumsen. Oh, wow, Alter, was glaubst du, was du da machst? Na, bist du verrückt? Ein hübscher Kerl wie ich sollte niemals mit Wolfssabba beschmiert sein. Du wirst es bereuen, dich mit dem großen Issun angelegt zu haben. Zing, wow, bring mich nicht dazu, mein geschätztes Schwert, Denkomaru, gegen dich einzusetzen. Was zur Hölle? Was ist das für ein knurrendes Geräusch? Und warum ist es auf einmal überhaupt so dunkel? Oh, große Göttin Amaterasu, ich habe mich mit der Macht, die mir verblieb, das Dorf Kamiki beschützt. Das Dorf existiert weiter. Ihre Seelen sind in meiner Frucht eingeschlossen. Schneide sie ab und das Dorf wird wiedergeboren. Ich vertraue dir vollkommen. Ich weiß, du wirst uns alle auf den richtigen Weg führen. Nur deine unglaubliche Macht kann das Leben in dieser Welt wiederherstellen. Der Baum ist wieder normal geworden, wa? Ja, dieses Mädchen, Sakuya, hat ja echt eine Menge komisches Zeugs erzählt. Die Seelen der Dorfbewohner eingeschlossen in einer Frucht. Das ist die Frucht, von der die Kleine gesprochen hatte. Oh, ganz schön dick. Die Kleine sagte, wenn du sie abschneidest, dann wird das Dorf wiedergeboren. Aber das ist doch unglaublich hoch. Wenn du nicht irgendeine Art von Superkraft einsetzt, gibt es keine Möglichkeit, da ranzukommen. Diese Finsternis ist wirklich bedrückend. Es kann eine Menge passieren, während man ein Schläfchen macht. Oh ja, Leute. Und damit beginnt das Spiel. Ja, das Intro war ziemlich lange. So richtig, ja, erster Part, genauso wie damals. Und ich finde, das Spiel sieht so hübsch aus, oder? Es ist einfach nur mega hübsch und fantastisch. Im nächsten Part wird dann das Tutorial so ein bisschen beginnen, ihr erinnert euch. Wie gesagt, es ist kein Blind-Projekt mehr und darum sind von mir natürlich auch die 100% angestrebt. Und diesmal auch die wirklichen 100%, weil ich hatte ja damals aufgrund von der, weil ich das Spiel nicht kannte, habe ich ja tatsächlich eine Sache nicht bekommen. Eine Kleinigkeit zwar nur, aber die will ich diesmal genau darauf achten, dass ich die wirklich bekomme. Aber dazu würde ich mal sagen, im nächsten Part mehr. Genau, Amaterasu. Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Projekt. Es ist ein sehr, sehr großartiges Abenteuer und ich finde auch, der sieht so schick aus. Es ist einfach so schick. Ja, es sieht aus wie gemalt. Es wird noch schicker, Leute. Es wird noch japanischer. Ein sehr, sehr schönes Spiel, auf das ich mich jetzt schon sehr, sehr freue. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis zum nächsten Part von Okami HD. Ciao!